Wir kommen zu einem meiner Lieblingsspiele, den Soundeffekts. Geräusche machen also. Das Schöne daran ist, wir brauchen das ja nicht alleine zu tun. Nein. Wir bekommen ja eine wunderbare Unterstützung. Aber zuerst einmal sage ich, wer es macht. Heute bei den Soundeffekts, es wird Max und Tätje sein. Und zwar, ihr spielt eine Szene aus Indiana Jones und seine Freundin entdecken im Tempel des Todes eine Grabkammer. Das wäre die Szene, die ihr habt. Und okay. Ich bitte euch schon mal auf unser kleines Rondell. Und die Kollegen spielen die Szene, aber die Geräusche, die müssten Sie machen. Ja, hallo. Sie sind? Andrea. Andrea und? Janine. Andrea und Janine. Ich finde, ihr seht wie professionelle Geräuschemacher aus. Darf ich euch diese Mikrofone mal in die Hand geben? Und ihr folgt mir einfach mal auf unsere Bühne. Kommt einfach hierher. So, hier. So, nebeneinander. Hier, so. So, Andrea und Janine. Hallo, Janine. Hab ich richtig? Ja, genau. Andrea und Janine. Und zwar, Andrea, du machst Indiana Jones. Alle Geräusche, die Indiana Jones braucht. Und Janine, du machst die Geräusche von Indiana Jones Freundin. Das wäre Tätje. Ja? Wie man sieht. Es ist ganz simpel. Also ihr werdet eigentlich ja geführt und geleitet von den beiden Kollegen, die euch durch diese Szene bringen. Und ihr unterstützt sie richtig mit den passenden Geräuschen an den passenden Stellen oder was auch immer euch einfällt. Ich freue mich, ich freue mich. Also, Indiana Jones und seine Freunde entdecken im Tempel des Todes eine Grabkammer. Hör zu, Schatz. Ja? Bevor wir die Höhle betreten, lass uns erst noch mal eine Fackel anzünden. Du willst die Höhle betreten? Die Grabkammer, oh. Mein Schatz. Hier, halt mal die Fackel. Ich nehme mal die Streichhölzer. Puh, die ist aber heiß. Okay. Oh, sogar nur noch eins. Jetzt wird's spannend. Die Fackel brennt. Seine, ihre Fackel. Sie brennt tatsächlich. Das ist aber ein kleiner Docht. Das muss reichen. Also, lass uns runtersteigen, Schatz. Okay. Oh, überall Glasscherben. Oh. Nicht nur Glasscherben, sondern auch kleine Käfer, glaube ich. Okay, hier ist eine Tür. Ich glaube, wir müssen sie aufstoßen. Ich glaube, da war eine Fledermaus zwischen. Das probieren wir noch mal. Das ist eine Doppeltür. Okay, lassen wir sie offen. Okay, also, Schatz, brennt die Fackel noch? Ja, sonst würden wir doch nicht sehen. Ja, sie brennt noch. Sie könnte etwas lauter brennen. Okay, ich glaube, wir müssen uns hier runterhangeln. Lass mich vorgehen. Da unten muss irgendwo die Grabkammer sein. Oh, ich habe einen fahren lassen. Schatz, 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 Schatz. Ich werf dir die Fackel runter. Ist gut. Achtung, tong. Es ist ganz schön tief. Oh, ich hab vor, bei geworfen. Es ist schon richtig, hier ist überall Wasser. Ich komm jetzt, ja, jetzt. Komm runter. Oh nein. Ja, ich meine, Blähungen hören einfach nicht auf heute. Oh, ein Whirlpool. Ja. Also, da ist die Grabkammer. Wir tauchen unten durch, okay? Okay. Also. Hier ist sie! Was? Hier ist sie! Kannst du sie tragen? Nein, aber ich kann sie öffnen! Ja, mach es mal! Ha, 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 ha!